Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Team of the Season Prediction. Wir sind am Start mit der zweiten Episode, in der Ligue 1 und mit den Mittelfeldspielern aus der besagten französischen Liga. Ganz, ganz interessante Karten erwarten euch heute. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da ist eine großartige Unterstützung und das braucht diese Serie, das braucht der Kanal und das brauche ich persönlich auch. Würde mich tierisch über freuen. Für euch ist es nur ein Klick und den könnt ihr direkt unter dem Video betätigen. Dann könnt ihr gleich noch weiter scrollen, in die Kommentare eure Meinung schreiben und zwar zu den besagten Karten, die ich hier gleich so predikten werde. Je nachdem, wie sie euch gefallen bzw. wer ihr glaubt, dass ins Team of the Season reinkommen sollte, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare, schaut bei Instagram und Twitter vorbei und dann würde ich sagen, legen wir jetzt auch direkt mal los. So, wir haben 6 Spieler aus dem Mittelfeld, ich habe das so aufgeteilt, 2 im Tor, davor dann 6 in der Defensive, 6 im Mittelfeld und 4 im Angriff. Kann auch durchaus sein, dass aus dem Angriff noch was zurückgezogen wird, dass es 3 Angreifer geben wird. Und 7 im Mittelfeld kann ich mir auch vorstellen, aber ich habe es ja mal so gemacht und ich denke mal, ist auch ganz cool. Ich habe nur einen Flügelspieler, warum? Dazu komme ich gleich mal. Wir starten mit dem ersten, das ist der niedrigst bewertet und sein Name ist Ndorsch und der spielt mal wieder bei Angers, dem Aufsteiger. Und das ist beeindruckend, was die für eine Saison gespielt haben, waren so ein bisschen das Ingolstadt der Ligue 1 mittlerweile ein bisschen abgerutscht, aber teilweise glaube ich sogar auf Platz 3. Richtig starke Leistung von den Jungs und einer der Keyplayer da war Cheik Ndorsch, der senegalesische zentral-defensive Mittelfeldspieler, gestartet mit dem 72er Rating, dann 74er Inform, dann ein Upgrade auf 76 und ein 80er Inform mit 92 Physis. Hat sehr, sehr gute Leistungsdaten, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch seine Gesamtnote lässt sich auf jeden Fall sehen. Da kann man absolut nichts gegen sagen dazu. Spielt er bei Angers, das heißt ein Aufsteiger, der sich sogar relativ weit oben etabliert hat. Man kann dagegen einfach wirklich nichts sagen. Und mit seinen Leistungsdaten, ich glaube 9 Tore, 5 Vorlagen oder sowas hat er gemacht. Ja, dann sollte man auf jeden Fall das Ganze würdigen und ihm eine Team of the Season Karte geben. Die Karte sieht sogar auch sehr, sehr nice aus in meinen Augen. 83 Defending, 80 Shooting und 95 Physis. Die restlichen Werte auch immer noch in Ordnung. Und gerade deswegen denke ich, kann man das auf jeden Fall so machen. Was meint ihr? Wird so ein Spieler berücksichtigt? Beziehungsweise wird so ein Spieler ins Team of the Season kommen? Natürlich muss man dazu sagen, er ist 30 Jahre alt. Er spielt bei Angers. Er hat übrigens nur 3 Vorlagen gemacht. Das macht auch nichts. Und er hat seinen Marktwert im Endeffekt nur von 1 Million auf 3,5 gesteigert. Aber trotz dessen hat er halt eine gute Saison gespielt und ist der Grund, mit der Grund, warum Angers so weit oben steht. Also in meinen Augen sollte er dementsprechend ein Team of the Season bekommen und ich denke mal, das kann man auf jeden Fall auch so vertreten. Zweite Karte ist dann ein weiterer Spieler, der ja relativ interessant ist, aber auch ein bisschen weiter unten steht und zwar ist das Las Diarra, ehemaliger Spieler von Real Madrid oder auch ich glaube Lokomotiv Moskau. Mittlerweile ja, ist er angekommen bei Olympique Marseille und die haben eine ganz, ganz schwere Saison. Die Männer aus Marseille, nur Tabellenplatz 15 für den ehemaligen Meisterschaftskandidaten. Nur 8 Siege, das sind die wenigsten unter den ersten 16 und zwar mit Abstand. Das zweitschlechteste Team da ist Lorient bzw. Bordeaux mit jeweils 10 Siegen. Das ist wirklich ganz, ganz schwach. Nur Ajaccio, Toulouse und Troyes haben weniger und das spiegelt sich auch in den Punkten wieder, nur 40 Stück. Aber Las Diarra trotz dessen der beste Spieler in der Ligue 1. Von den Noten her im zentralen Mittelfeld 6,30 ist seine Durchschnittsnote und das ist schon mal einiges. Natürlich nur 23 Spiele. Ich habe letztes Mal gesagt, es ist ein bisschen schwierig bei Spielern zu beurteilen, die weniger Spiele oder wenige Spiele gemacht haben, aber bei ihm ist es einfach diese Note, die so ausschlaggebend ist. Ich könnte mir dementsprechend vorstellen, dass er ein Team of the Season bekommt, obwohl Olympique Marseille so weit unten steht. Er hätte es von seinen Leistungen einfach verdient. Ich meine, wer hätte gedacht, dass der Kollege, nachdem der ablösefrei von der Vereinslosigkeit zu Marseille gewechselt ist, nochmal so in Anführungsstrichen, muss man dazu sagen, durchdreht und so klasse spielt. Er hat seinen Marktwert gesteigert und zwar nochmal um einiges auf 7,5 Millionen. Der war vorher bei 4 Millionen, als er von Lok Moskau vereinslos gegangen ist, waren es noch 16, dann waren es 4. Mittlerweile sind es wieder 7,5. Ein Tor und eine Vorlage, einfach der wichtigste Spieler und eventuell der Grund, ja, warum Marseille nicht absteigen wird. Dementsprechend für mich auf jeden Fall eine Team of the Season Karte gerechtfertigt und vor allem natürlich ist es die, ja, ich sage mal, beste Note in der ganzen Liga, die in meinen Augen das Ganze auch nochmal bekräftigt. So, kommen wir zur zweitbesten Note, was das zentrale Mittelfeld angeht in der Ligue 1 und das ist Blaise Matuidi, auch der nur mit 23 Einsätzen, aber dafür auch eine Durchschnittsnote von 6,17, dazu noch mit 2 Informs ausgestattet und dementsprechend ist bei ihm gerade, weil das hatten wir letzte Episode schon, ja, PSG Meister werden wird, beziehungsweise schon als Meister feststeht, sehr, sehr wahrscheinlich, dass er eine Team of the Season Karte bekommt. Auch er ist mittlerweile bei vielen großen Vereinen aus dem Zettel und das vollkommen zu Recht, denn der ist einfach unglaublich wichtig für das zentrale Mittelfeld vom PSG. 10,5
Scorerpunkte in 30 Spielen sind zudem für den zentralen defensiven Mittelfeldspieler auch sehr, sehr ordentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Er konnte seinen Marktwert nochmal steigern von 24 auf 30 Millionen und das im Alter von 29 Jahren. Ist schon ordentlich, ist übrigens der gleiche Berater wie Paul Pogba und das sieht man auch an seinen Leistungen. Der ist einfach richtig gut, seine Durchschnittsnote passt auch, sein Meistertitel passt auch, seine Informs passen in FIFA, sein Rating passt in FIFA und dementsprechend können wir uns auf eine wahrscheinlich 90 geratete Blaze Matuidi Informkarte freuen. Vielleicht mit allen Werten über 80. Die Karte, die ich hier predicted habe, hat nicht alle Werte über 80, sondern 79 Tempo und 78 Shooting. Aber auch so sieht die natürlich absolut pornös aus. Gut, kommen wir zu den letzten Spielern. Kommen wir zum nächsten und das ist der erste und einzige Flügelspieler für diese Episode und sein Name ist ebenfalls, ja, beziehungsweise ist ebenfalls ein Spieler von Paris Saint-Germain und zwar Angel Di Maria, der zweitbest, beziehungsweise ebenfalls bestbewertete Spieler im Mittelfeld in der Liga, ebenfalls in 6,30. Nur 20 Einsätze. Man muss dazu sagen, dass bei PSG natürlich viel geschont wurde, viel rotiert wurde wegen der Champions League, wo sie im Endeffekt trotzdem wieder Viertelfinale gescheitert sind. Aber Di Maria einfach mit unglaublichen Leistungsdaten. 25 Spiele, 22 Scorerpunkte, 10 Tore und 12 Vorlagen dazu. Er hat seinen Marktwert gesteigert, nachdem er ja bei Manchester United nicht so eingeschlagen ist und auf 50 Millionen gesunken ist. Mittlerweile wieder immerhin auf 60 Millionen Euro. Und ich denke gerade auch, weil er einen wichtigen Anteil daran hat, dass PSG Meister geworden ist und er einfach sein Formtief überwunden hat, nachdem er von Manchester United weggewechselt ist, wäre so eine Team of the Season Card definitiv wieder angebracht. Zumindest finde ich das. Man kann das wieder sagen, er hat nur 20 Spiele gemacht. Ich habe bei Costa Vaga gesagt, er hat zu wenige Spiele gemacht mit 17. Aber Di Maria hat einfach nochmal einen viel größeren Anteil und eine viel größere Bedeutung für das Spiel von PSG. Und dementsprechend denke ich, er könnte Team of the Season bekommen. Er würde auch einen bekommen, auch wegen seinem Namen. 92er Rating, das sieht einfach gut aus. Und die brauchen solche Spieler, um das Team of the Season, präsent in den Köpfen zu machen. Beziehungsweise, dass die Leute das einfach auch nutzen und Karten kaufen und Packs kaufen und so weiter und so fort. Von daher denke ich mal, es ist relativ wahrscheinlich, dass wir Di Maria sehen werden. Vier Werte über 90, ein Wert über 80. Das sieht schon alles andere als schlecht aus. Ziemlich pornös, ehrlich gesagt. Und die Karte wird ordentlich teuer werden und vielleicht eine der höchstbewerteten im ganzen Team of the Season nach Thiago Silva und ich denke mal einem Spieler, der im Sturm kommt und der relativ offensichtlich ist. Gut, kommen wir zu den beiden letzten Spielern und das ist einmal ein 10er und nochmal ein 10er und der erste davon ist, ja, Boufal. Ihr wollt euch jetzt fragen, Boufal, das ist ein 5-Star-Skiller in FIFA, warum hast du den da reingenommen? Der ist doch nur in FIFA gut. Nein, Freunde, der ist auch in Realität ziemlich gut. Zwar hat der keinen einzigen Inform und ich weiß auch nicht, ob er Most Consistent drin ist, ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber auch wenn er keinen Inform hat, das heißt sowieso schon mal nicht, dass man schlecht spielt, er ist bei Lille, ziemlich stark durchgedreht diese Saison. Woran liegt das, beziehungsweise wie kann man das begründen? Keine Ahnung, denn eigentlich steht Lille auch nicht so gut da, ja. Die stehen zwar noch einigermaßen weit oben und zwar auf dem Tabellenplatz 6 momentan, das heißt Europa League, aber trotzdem sind sie nicht Champions League Aspiranten oder irgendwas. Natürlich trotzdem eine gute Saison, kann man nichts gegen sagen. Boufal hat einen riesen Anteil daran. 27 Spiele, 15 Scorerpunkte, 11 Tore als zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Sein Marktwert gesteigert von 4,5 auf 9 Millionen, das heißt verdoppelt, ist 22 Jahre alt. Und gerade weil er einfach so eine immense Bedeutung hat für das Spiel von Lille, könnte ich mir gut vorstellen, dass er Team of the Season bekommt. Es kann auch durchaus sein, dass da anderen vorzugehalten, beispielsweise Bernardo Silva von Monaco. Allerdings, ja, hat der 2 Spiele weniger als Boufal und nur eine marginal bessere Note als der Mann von Lille. Trotzdem könnte ich mir genauso gut vorstellen, dass es Bernardo Silva wird, den habe ich hier nicht drin. Ich hoffe, dass es Boufal wird, weil die Karte mit 84er Rating sehr low gerated ist in gewisser Weise noch. Extrem stark aussieht mit 91 Dribbling, 89 Tempo, 80 Passen und 77 Shooting. 5-Star Skills hat und einfach so ein bisschen was Außergewöhnlicheres nochmal wäre. Natürlich ist Bernardo Silva einfach auch erstmal nicht nur von der Note besser, sondern steht auch weiter oben in der Tabelle. Monaco ist momentan, soweit ich mich erinnere, Zweiter wieder. Ich glaube, die haben mittlerweile wieder Lyon überholt. Man muss aber dazu sagen, seine Leistungsdaten sind nicht ganz so stark. Nur 7 Scorerpunkte in 29 Spielen. Warum steht er 23? Ich habe doch keine Ahnung. Irgendwie sind die Werte von der football.fr-Seite auch nicht mehr so ganz aktuell. Ich kann es euch nicht sagen. Wie auch immer. Anscheinend hat Boufal auch mittlerweile 27 Spiele gemacht und nicht nur 25. Wahrscheinlich ist das einfach nicht ganz aktuell oder up-to-date. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall kann man, denke ich mal, trotzdem sagen, dass beide es verdient hätten und Boufal einfach aufgrund seiner deutlich besseren Leistungsdaten nochmal, einen kleinen Push bekommen könnte und sich Team of the Season auf sich, beziehungsweise für sich,
klar machen könnte. Ich denke, es wäre verdient. Ich denke, es wäre cool. Und ich denke, die Karte sieht cooler aus als die von Bernardo Silva. Und deswegen wünsche ich mir die. So, Punkt. Und wir kommen zum letzten Spieler. Und der ist nochmal einer, der richtig durchgedreht ist diese Saison. Und bei dem auch wahrscheinlich viele erwarten, dass er ein Team of the Season bekommt. Und das vollkommen zu Recht. Denn der ist aus der Bedeutungslosigkeit von Newcastle United mit einer Leihe in Frankreich. Dann Vereinslosigkeit nach einem eventuell gescheiterten Wechsel zum HSV. Jetzt bei Nizza. Richtig angekommen. Nizza ist mittlerweile auch in den Euroleague-Rängen. Ist, glaube ich, momentan Vierter. Und ein Spieler hat dann unglaublichen Anteil dran, und das ist eben dieser, den ich gerade angesprochen habe, und zwar Hatem Ben Arfa. Ja, mittlerweile hat er ein Upgrade bekommen in FIFA 16 Ultimate Team. Er hat bereits 3 Informkarten, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, und alle 3 Informkarten sehen unglaublich stark aus. Der hat seinen Marktwert gesteigert. Diesen Sommer hat er 6 Millionen gehabt. Jetzt mittlerweile ist er auf 10 Millionen gestiegen. Er hat 16 Tore und 4 Vorlagen gemacht bei Nizza als zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Das ist genial, das ist klasse, das ist einfach nur bombastisch, wie der zurückgekommen ist, nachdem seine Karriere eigentlich gegen die Wand gefahren war, nach seinen kurzen Intermezzos bei Newcastle bzw. Hull City. Okay, bei Newcastle war er länger, der wurde noch die ganze Zeit verliehen. Ich hoffe inständig, dass ein Team of the Season bekommt. Das wäre ein weiterer 5-Star-Skiller. Und Leute, wenn ihr euch die Karte anguckt, 87er Rating, dazu 91 Shooting, 89 Passen, 94 Dribbling, 85 Physis, 85 Tempo. Der einzige Wert, der nicht über 80 ist, ist Defensive. Das sieht so krass aus. Und aufgrund seiner Informs wären diese Werte auch realistisch. Denn seine Informkarten, alter Schwede, die sehen schon krank aus. Und der Team of the Season wäre einfach nochmal eine Steigerung davon. Und dementsprechend denke ich nicht nur, dass ich den haben möchte, sondern auch viele andere von euch. Und aufgrund seiner Leistungsdaten und seiner guten Leistung und auch seiner sehr, sehr guten Durchschnittsnote, die momentan immerhin bei 6,17 und damit die zweitbeste Note mit Bernardo Silva und Blaise Matuidi in der Ligue 1 ist, ich denke mal, da kann man definitiv sagen, der verdient sein Team of the Season, der wird ihn auch bekommen. Hoffen wir zumindest mal, und ich denke, ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen, und ihr hoffentlich auch. Schreibt mir eure Vorschläge fürs Team of the Season, das Mittelfeld der Liga, in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode wieder. Die wird am Samstag, denke ich mal, kommen. Und dann gibt es das Ende der Predictions für die Liga. Und zwar mit dem Angriff und einer ganz speziellen Karte, auf die sich, denke ich mal, viele freuen, auch wenn sie sich keiner von uns leisten können wird. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Und ciao.